So Leute, da sind wir beim nächsten Booster und ich habe noch mal was richtig Cooles. Und zwar habe ich ein Collector Booster Crimson Vow aufgetrieben. Ja, diese Booster habe ich damals einen Opening gemacht von einem Display und es hat mich in den Wahnsinn getrieben und ich war vorbereitet. Ich bin vorbereitet, genau für diesen Fall. Und jetzt müsst ihr, Crimson Vow war ja die Horror-Story, die Horrorgeschichten auf Innistrad, jetzt müsst ihr ganz stark sein. Ganz stark wart ihr. Weil diese Booster sind der Horror. Wirklich der blanke Horror. Hier hat es das angefangen, dass es wirklich teilweise Booster gibt, die einfach unendlich ätzend zu öffnen waren. Deshalb, ja, gucken wir uns Crimson Vow Collector Booster an. Wir haben Hungry Right Rich Wolf. 202-2. Solange ein anderer Wolf oder Werwolf kontrolliert, kriegt der plus 1 Person Trampel. Not bad. Dann haben wir Apprentice Sharpshooter, 3-1-4 mit Reach und Training. Immer wenn eine Kreatur angreift, mit einer anderen Kreatur, die mehr Power hat, kriegt die eine +1/+1-Marke. Die mit dem Hut und so weiter, stimmt. Und dem Werwolf-Symbol. Oh mein Gott. Voll süß. Dann haben wir Mindleash Ghoul, 2-2 mit Exploit. Wenn er ins Spiel kommt, können wir eine andere Kreatur opfern oder ihn selber. Und wenn man exploitet, dann muss jeder Karte eine Karte aus der Hand exilen. Okay. Militia Rallya, 3-3-3, kann nicht alleine angreifen und immer wenn die angreift, enttappt die eine Kreatur. Ja, lassen wir das. Lantern of the Lost, sehr, sehr coole Karte für Karten damals gewesen, wie Ursas Saga. Ja, ein Mana Artefakt, wenn das Spiel vorkommt, exilieren wir eine Karte aus dem Friedhof. Uro, damals war es Uro, ohne Ende Uro. Ein Mana tappen, exilen wir diese Karte und exilen alle Karten aus allen Friedhöfen und ziehen deine Karte. Sehr, sehr stark. Wirklich stark. Spiked Ripsaw, dieses Artwork. 3 Mana Enchantment. Ausrüstung, Ausrüstung, Entschuldigung, Ausrüstung. Gibt +3/+3. Und wenn die geübte Kreatur angreift, kann man einen Forest opfern. Und wenn man das tut, kriegt die Trampel. Weil Ripsaw. Ja. Okay. Dann haben wir. Oh, stimmt. Oh mein Gott, hier waren die Swamp richtig, richtig hübsch. Richtig hübsch. Dying to Surf, 3 Mana Enchantment. Immer wenn man ein oder mehr Karten abwirft, kriegt man einen getappten Zombie. Triggert nur einmal pro Runde. Dann haben wir ein Thundering Nightmare. 5 Mana 3/3 mit Soulbound. Okay, Soulbound ist anscheinend im Set gewesen. Solange der gepaart ist mit einer anderen Kreatur, kriegen jede Kreatur, immer wenn der Gegner ein Spell spielt, kriegt die nur bis 1/1 Mark. Oh, stark. Stark. Wirklich stark. Hopeful Initiant. Oh mein Gott, ja, ich erinnere mich. 1 Mana, 1/2 Training. Für 3 Mana können wir 2 +1/+1 Marken von dem runternehmen und ein Artefakt oder Enchantment zerstören. Ja, der ist gut. Dann haben wir eine Common. Blood Petal Celebrant. 202-1. Hat Erstschlag, solange es angreift. Wenn es stirbt, kriegen wir einen Blood Token. Okay. Innocent Traveler, 4 Mana 1/3, zumindest abgibst, kann jeder Spieler eine Kreatur opfern. Wenn es keiner tut, dann wird die geflippt. Und dann ist die eine 3/3 mit +2/+0, solange der Gegner kontrolliert, wenn Human kontrolliert. Krasse Artworks. Auch dieser Rahmen damals war echt hübsch. Der war echt hübsch. Dann haben wir Dracula, Blood Immortal, 3 Mana 3/1 fliegend. Falkenruf Phobia heißt die Karte wohl. Kann nicht blocken, wenn ihr mir Schaden zufügt, kriegen wir einen Blood Token. Für ein Mana können wir 2 Blood Token opfern und können aus dem Friedhof zurückholen und Spielbehörde bringen. Krass. Gar nicht mal bad. Wirklich nicht bad. Dann haben wir Vol'Dareth, Epicure, 1 Mana 1/1, wenn sie angreift. Ne, wenn sie ins Spiel wegkommt, fügt sie mir einen Schaden zu und wir kriegen einen Blood Token. Ja, lassen wir das. Und wir haben Jacob. Jacob Hauken Inspector, 2 Mana 0/2, tappen wir, ziehen eine Karte, exilen dann eine Karte von unserer Hand face down und wir können die Karten beliebig lange angucken. Dann können wir 6 Mana bezahlen, um das Ding zu transformieren. Und wenn wir es transformiert haben, dann ist es ein legendäres Artefakt, nee, ein legendäres Enchantment. Was sagt, zu Beginn des Zusammenhangs exilen wir die Karte von der Bibliothek face down. Wir können sie beliebig angucken. Und einmal pro Runde können wir ein Land oder ein Spell mit exilten Karten von dem nehmen, ohne die Mana-Kosten zu bezahlen. Stark. Aber nicht so wirklich krass. Zombie, Zombie. 2-2 Zombie, der X-Zombie. Das Coole hierbei ist halt, es ist halt dieses Schwarz-Weiß-Treatment. Was danach ja nochmal in diesem Double Jump. Egal, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Ablexed. Ciao, ciao.